Gut, Shalom Aleichem, wir beginnen unser zweites Thema über unsere Mutter Sarah. Sarah war ihr Name am Anfang, Sarai, aber sie hatte keine Kinder. Und eine von den Glückbringern in dieser Welt, wenn eine sein Schicksal geschlossen oder eine Frau, die mehr als 10 Jahre keine Kinder hat, soll man den Namen ändern. Also wenn der Name passt nicht, macht man einen anderen Namen. Aber ich möchte heute ein Thema von Sarah erzählen und darüber reden. Sie wissen, unser Vater Abraham hat genommen seinen Sohn Yitzhak zum Berg Moria, um zu machen die Akedah. Weil Gott hat ihm befohlen, soll er nehmen sein Kind und soll er ihm dort opfern. Zum Schluss, hat er das gemacht oder nicht? Nein. Aber jetzt hör mal zu, was ist passiert. Wenn Abraham kommt zurück von Berg Moria, der Satan war sehr wütend, dass er konnte nicht annullieren dem Opfer von Abraham. Was hat er gemacht? Der Satan hat sich gekleidet in die Pause ist schon zu Ende. Schreibst du Stichpunkte von das, was ich erzähle? Zeig mir. Zeig mir bitte. Gib mir dein Heftchen bitte. Welches? Dein Heftchen. Was habe ich erzählt bis jetzt? Will das jemand wiederholen? Kannst du das wiederholen, das, was habe ich erzählt bis jetzt? Etwas? Bitte schön. Also Sie haben gesagt, dass er musste seinen Sohn opfern. Was habe ich erzählt in der letzten Minute? Ach so. Was habe ich erzählt nach dem Ende von der Pause? Was ist passiert? Der Teufel hat sie... Nein, vom Anfang habe ich begonnen. Ja. Also das von Sarah erstmal, wenn sie jetzt lange keine Kinder bekommen und dann war ihr erster Name Sarai. Aber wenn man keine Kinder bekommen hat, dann soll man den Namen ändern, weil der Name nicht passt und dann ist sie Sarah. Sehr gut, das ist der erste Punkt, was habe ich erzählt. Und nach wie vielen Jahren soll man den Namen ändern? Nach zehn Jahren. Ich wollte euch noch etwas sagen, dass auch Abraham hat seinen Namen geändert. Wie war sein Name früher? Abraham, ohne H. Und dann hat Gott dazugefügt zu seinem Namen H, Abraham. Und deshalb ist es sehr gut, dass bei einem Mädchennamen soll immer eine Buchstabe sein von A oder von H. Das ist ein Mädchennamen. Ich glaube, fast in allen Mädchennamen gibt es ein A. Chava, Rivka, Sarah, Isabel, Alicia, Abigail, Sophia, mit H. Sehr gut, also alle haben ein H oder ein Aleph oder ein He in ihren Namen. Und deshalb, es ist auch in Ivrit, immer wenn man will etwas von männlich machen, weiblich, bringt man noch ein He. Yeled, Yalda. Ja? Versteht ihr? Also immer wenn man will weiblich machen, legt man ein He. Okay, jetzt was war die zweite Geschichte mit Yitzhak? Sollte seinen Sohn opfern? Umgekehrt. Abraham sollte seinen Sohn Yitzhak opfern. Und dann hat er ihn da hingebracht. Ja, und da hatten sie natürlich dann, haben sie nur... Berg Moria, zu Jerusalem. Ja. Und dann haben sie noch gesagt, das ist der Teufel. Und dann haben sie nicht gesagt. Okay. Also der Satan ist gekommen zu Sarah und er hat sie erzählt. Was hat dir dein Vater gemacht? Er hat mir genommen über die Berge und genommen zu einem Kopf von einem Berg und gebaut ein Altar, gemacht die Bäume und er hat mir zusammengebunden auf dem Altar
Und er hat genommen das Messer, um ihr zu schächten. Und dann Gott hat gesagt, der Engel, stopp, schächte nicht dem Knabe. Und bis hat das der Teufel erzählt, Sarah, sie war so erschreckt, sie ist auf dem Moment gestorben. Wenn er hat sich das erzählt. Das war der Tod von Sarah. Und Sarah ist gestorben mit Alter von 127. Und mein, ja bitte. Warum sagt man dann 120 wegen Moshe? Gibt zwei Gründe, warum sagt man bis 120. Eine positive und eine negative. Ich beginne mit der negative. Am Ende von Parashat Bereshit steht geschrieben, es ist nicht gut, dass der Mensch so leben für ewig, weil dann macht er noch böse und schlimme Sachen. Wenn ein Mensch lebt zu viel, sein Kopf ist für sehr dumme Gedanken fähig. Deshalb bis die Zeit von Ende von Bereshit, die Menschen haben gelebt sehr viele hunderte Jahre. Und dann hat gesagt, Beshagamu Basar, Vayu Yamav, mehr als 20 Jahre. Soll ein Mensch leben bis, gibt's kein Tanach, bis 120 Jahre soll der Mensch leben. Das ist das erste Mal. Das zweite Mal steht geschrieben, dass Moshe Rabbeinu im Ende von der Tora, dass Moshe Rabbeinu hat gelebt 120 Jahre, aber pass mal auf. Er ist nicht geworden blind und auch sein Schleim ist nicht geworden so wie ein Alter. Weißt du, ältere Leute werden so verältert. Und wenn man will sagen bis 120, meint man nicht nur Zadik. Leo. Ohne Namen. Ich habe gesagt ohne Namen, warum sagst du den Namen? Er weiß, ohne Namen. Man macht so edel. Also man braucht, steht geschrieben, dass Hashem hat gesagt zu Moshe, er soll leben 120, aber 120 gesund. Das ist auf deine Antwort. Okay. Unsere Frage jetzt, wieso kann sein, dass Sarah ist so eine heilige Frau und sie hat gemacht eine Mitzwa, dass ihre Sohn hat sowas gemacht und sie ist gestorben. Steht geschrieben im Talmud, Schluchei Mitzwa enam nizokim, Loba alichatam ve loba chaziratam. Wenn einer macht eine gute Tat, es wird ihm nichts Schlimmes passieren, nicht beim Hingehen und nicht beim Zurückgehen. Ich gebe euch jetzt einen Tipp. Falls jemand von euch fliegt zu einer Reise oder eure Eltern fliegen irgendwo, gib eure Eltern 1 Euro. Sie fliegen zum Beispiel nach Amerika. Dann gib dein Vater oder deine Mutter 1 Euro und du sagst, wenn du kommst nach Amerika, gib diese Euro in eine Puschke, in eine Spende, in Flughafen oder in die Synagoge oder wie auch immer, wo du willst. Und dann die ganze Reise, der andere fliegt, wegen einer Mitzwa. Das nennt man Shaliach Mitzwa. Shaliach heißt, ist ein Gesendet. Also immer, wenn wir kommen zurück von Israel oder fliegen nach Israel, wir nehmen so eine Münze, legen ihn alle in eine Alufolio, in so eine silberne Alufolio, danke. Und ich lege das in meine Tasche. Also ich komme nach Israel, ich nehme das raus von dem silbernen Papier und ich lege das in eine Puschke. Das nennt man Shaliach Mitzwa. Dann habe ich die ganze Reise geschützt wegen dem... ja bitte? Warum die Alufolie? Dann soll ich wissen, welche Münze war das. Auf Aschein kann ich schreiben, Kesef Shlichut Mitzwa. Ja? Aber auf eine Münze, wie soll ich wissen, welche Münze ist das? Also man nimmt die Münze mit und auf dem Rückweg? Nein. Man tut sie dort. Willst du Rückweg? Nimmst du von noch jemand noch eine Münze zu dem anderen Land? Shaliach heißt eine, du schickst ein Päckerle. Stimmt? Ja. Was machst du? Briefmarken? Das ist eine Münze, ja? Sie geht von hier bis Hamburg. Genauso eine Münze ist diese Zdaka, das ist Shaliach Mitzwa. Und steht geschrieben, wenn einer macht eine Mitzwa, wird ihm nichts passieren. Und jetzt meine Frage, es ist jetzt in Israel, ein Mann hat gebaut Zucker in seinem 5. Stock im Balkon und er ist gefallen. Und stellt sich die Frage, wie kann das sein, dass ein Mensch macht eine Mitzwa, und es passiert eine Katastrophe. Das ist die Frage. Wie kann das sein? Wenn verspricht uns der Talmud, die Teure, Torat Chaim,
dass wenn ein Mensch macht eine Mitzvah, ist er geschützt. Steht geschrieben in Talmud, wenn jemand nimmt eine Kerze und guckt Chametz zu Hause vor Pesach, soll er nicht Angst haben, bei Nacht mit einer Kerze soll ein Skorpion oder eine Schlange kommen. Wird nichts passieren. Auch wenn eine schwangere Frau in die Zeit von Bet HaMikdash, vom Tempel, ist gekommen nach Jerusalem, es ist nie passiert, dass eine Frau wurde schlecht gefühlt oder das Baby verloren und niemand wurde gestochen von einer Skorpion oder Schlange. Also gibt Garantie, wenn eine macht Mitzvah, Hashem schützt ihn. Beim Hingehen, beim Zurückgehen. Ich habe selbst gesehen in Talmud, dass wenn eine pilgert nach Jerusalem in Zeit von Bet HaMikdash, seine Kuh wird nicht gefressen werden durch eine schlimme Tier und die Geflügel werden nicht gefressen durch eine Ratte oder Fuchs. Also Gott wird ihr schützen. Und unsere Frage ihr, wieso Sarah hat so eine gute Mutter, der hat gewartet, 70 Jahre hat Sarah gewartet auf ein Kind. 70 Jahre. Und jetzt hat sie ein Kind endlich. Und jetzt wenn sie will, ein bisschen Naches und gute Freude haben von diesem Kind, plötzlich kommt der Satan und erzählt sie, und sie ist gestorben. Und das ist unsere Frage, wie kann das sein, dass ein Mensch macht was Gutes und das ist eine Belohnung? Oder noch eine Geschichte. Es war Chanukka, ich kann mich noch erinnern, vor 8 Jahren. 3 junge Kinder, kann man sagen, sind gefahren zu einer Soldatenarmee, um die Soldaten Freude zu machen, Sufganiyot zu geben, und Chanukka-Kerzen zu zünden. Unterwegs haben sie einen Unfall gehabt und alle 3 Jugendlichen von der Yeshiva haben mit ihrem Leben gekostet. Und stellt sich die Frage, wo ist dieser Spruch? Steht geschrieben, Schluchei Mitzvah enam Nizokim. Steht geschrieben, wenn eine macht eine Mitzvah, es wird ihm nichts passieren schlecht. Wie kann das sein, dass Sarai so eine gute Frau und ihre Kinder gemacht eine Mitzvah und gegangen nach Jerusalem, um ein Opfer zu machen mit ihrem Papa und Sarah bezahlt mit ihrem Leben. Was denkt ihr? Was kann man da beantworten? Schicksal und Unglück. Schicksal und Unglück. Aber wenn Gott soll dir schützen, wieso passiert das Schicksal und das Unglück? Weil das kann Gott nicht beeinflussen. Vielleicht kann das Gott nicht beeinflussen. Okay. Will noch jemand noch einen Versuch? Ja, bitte. Vielleicht war so wie zur falschen Zeit am falschen Ort ist. Der Teufel hat sich ja verkleidet und kam. Und der Teufel ist ja, er hat sich als Engel verkleidet. Also Sie sagen etwas Ähnliches zu das, was er sagt. Er sagt, vielleicht hat Gott da keinen Einfluss. Nein. Ja. Sondern? Ja. Warum? Ich habe noch eine Frage. Nein, zuerst meine Frage, später deine. Kann ich nicht. Okay, will noch jemand versuchen, die Frage zu beantworten? Noch einmal? Der Teufel kann ja über einen Beschwerden. Okay, dann will ich zwei Antworten geben und danach gebe ich dir die Frage zu beantworten. Die erste Antwort ist, dass jeden Mensch wurde schon am Rosh Hashanah und Yom Kippur von Gott gestempelt, wann soll er sterben. Aber es ist ein großes Glück, manchmal zu sterben, wenn ein Mensch macht einen guten Tat. Deshalb steht geschrieben, dass manchmal wurde schon von Gott gestempelt durch sein Schicksal. Und sein Glück ist, dass der Moment, wo er stirbt, ist da, wo er macht was Gutes. So wie Rabbi Yossi hat gesagt, es wird mich sehr große Freude machen, wenn ich mache was Gutes, wenn ich mache eine Mitzwe. Wie schön ist das zu sterben, wenn ein Mensch hat gemacht einen guten Tat. Und wie schlimm ist das zu sterben, wenn ein Mensch hat gemacht eine schlechte Tat? Stell mal vor, du machst was Schlechtes, du gehst mit deinem Smartphone auf dem Dach und du willst irgendjemand beeindrucken mit irgendeinem Spring und dieser Spring kostet mir dein Leben. Ah, da hast du nicht Mitzwe gemacht, da hast du eine Sünde gemacht und das ist Pech und du hast bezahlt mit deinem Leben auf gar nichts. Oder du gibst genug. Also sagen unsere Weisen, dass in dem Moment, wo Hashem hat schon, wie man sagt, gestempelt am Rosh Hashanah und Yom Kippur, dass du nicht mehr lebst, die Zeit, wenn du stirbst, wird passieren in einer Mitzwe. Das ist die erste Antwort. Klar?
Zweite Antwort. Gibt es einen Unterschied zwischen normalem Platz und gefährlichem Platz? Sukkah, fünfter Stock, ist geschützt oder nicht geschützt? Nicht geschützt. Und steht geschrieben, so wie bisher hast du gesagt, darum es hat mir keine, Gott hat keinen Einfluss, wenn ein Mensch riskiert sein Leben. Also, man redet nicht hier in Sakana. Man redet nicht hier in Gefahr. Wenn ein Mensch fährt jetzt mit einem Auto, zu helfen einer kranken Frau, aber sein Auto ist ohne TÜV. Und er hat einen Unfall, weil die Bremsen sind nicht gut. Und er wird Unfall gebaut. Wer ist schuldig, Gott oder er? Er. Warum er ist schuldig? Weil er hat riskiert, er hat gefahren mit Auto, die Reifen nicht passen, die Bremse gehen nicht. Ja, egal. Und interessant, vor ein paar Jahren in Israel war eine Familie, die gekommen von einem Grab von Tzadik gebetet, und unterwegs hat der Papa verloren die Bremse und die Familie ist ums Leben gekommen. Und da war Diskussion in Israel zwischen den frommen Juden, wie kann das sein? Manche haben gesagt, Gott hat schon bestimmt, und diese Familie soll sie sterben, aber die Moment war, wenn die haben gemacht eine Mitzwe. Die anderen haben gesagt, nein, der Auto war ohne TÜV und die Bremse hat nicht funktioniert und die Älteren sind schuld. Natürlich steht mir nicht zu, Entscheidungen zu treffen. Meine Aufgabe ist, euch nur die Idee zu sagen, dass sowas passiert und ein Mensch soll nicht sagen, ah, ich mache jetzt was Gutes, es wird mir nichts passieren. Ja, bitte, du wolltest was fragen. Nein, das habe ich geklärt. Was habe ich erklärt? Nein, hat sich geklärt. Schon geklärt? Ja. Okay. Weiter. Ja, bitte. Sie haben ja gesagt, dass Gott beeinflusst nicht, wenn man erkältet, wenn man aus der Dusche rausgeht. Und was noch, wenn man... Sommer, Sonne und Winter. Also Gott ist nicht zuständig, wenn ein Mensch Pech sucht. Wenn ein Mensch sich ich werde nicht vergessen, ein Schabbes gehe ich mit meinem Sohn Mendel zu beten im Baumweg. Und wir gehen so unterwegs in Sandweg und es war dort eine gerostet, so unter einem Gebäude, sagt er, nein, wir gehen rum, wir gehen nicht runter. Sag ich, warum? Sagt er, er hat gesehen in einer talmudischen Stelle, soll ein Mensch nicht gehen unter eine Gerost, soll er machen einen Umweg. Warum? Weil es kann sein, eine Gefahr, etwas soll rutschen auf deinen Kopf. Manchmal ein Mensch soll versuchen, nicht in Gefahr reinzukommen. Man braucht nicht überall glitschen, man braucht nicht überall rutschen. Man braucht nicht überall klettern, also wenn ein Mensch sich bringt in Gefahr, Gott gibt keinen Einfluss. Und wenn jemand jung ist und eine Krankheit kriegt und dann stirbt, was ist dann? Es kann sein drei Sachen. Eine Sache kann es sein, dass er hat sonst schon seine Aufgabe erfüllt, ganz früh. Jeder Mensch stirbt in dem Moment, wo er sie nicht mehr gebraucht. Also jeder eine von uns lebt in dieser Welt, solange ist er gebraucht. Manchmal ein Mensch kommt zu einer kurzen Zeit in diese Welt, nur um eine kleine Aufgabe zu machen. Und in dem Moment, wo er diese Aufgabe erfüllt, geht er weg. Ich erzähle dir ein Beispiel. Es war einmal ein Ehepaar und sie haben jahrelang gebetet für Kinder. Und die sind gekommen zu der Baal Shem Tov. Und der Baal Shem Tov hat sie gegeben einen Segen. Haben sie bekommen ein Kind. Und mit 3 Jahren ist dieses Kind gestorben. Dann kamen sie zum Baal Shem Tov. Und sagt, Rebbe, wie kann das sein? Mit 3 Jahren, unser Kind geht weg. Er hat gesagt, ich werde euch was erzählen. Vor vielen Jahren war ein König. Und er hat einen sehr klugen Prinz. Und der Prinz, er wollte, dass sein Sohn soll alles lernen. Alles. Und er hat ihn eingeladen nach Hause, einen privaten Bischof. Weißt du, was ein Bischof? Und der Bischof hat mit ihm jeden Tag gelernt, deren Religion. Aber jeden Tag hat sich der Bischof in so eine Budke, in so eine Hütte, in so eine Sukkah, sich eingeschlossen für 2-3 Stunden. Und er hat gesagt, sei ein neugieriger Prinz, da möchte ich nicht zerstört werden. Was machen Jugendliche? Was interessieren sie? Zu sehen, was macht sein Lehrer. Ein Tag hat er gesagt, der Hausmeister soll er machen eine Kopie von dem
Schlüssel. Von dem Schlüssel. Und er geht rein und wenn er kommt rein, er sieht sein Bischof, sitzt mit so einem Tuch auf seinem Rücken und mit solchen schwarzen Dosen in der Hand von dem Kopf und er hat sich erschrocken und er hat gesehen, dass sein Bischof ist blass. Und der Bischof hat gesagt, schließ die Tür. Sagt er, hey Bischof, was machst du? Sagt er, ich bin Jude, ich gehöre zu den Maranen, wo wir nur dürfen nicht unsere Glaube nach außen machen. Aber er erzählt niemand, weil wenn die Leute wissen, ich bin Aid, es wird mir mein Leben kosten. Sagt er, ich werde niemand erzählen unter einer Bedingung, dass du mir auch alles erzählst über diese Glaube auch. Und der Bischof hat mit ihm jede Stunde, jeden Tag, anstatt zu lernen über ihren Glaube, er hat mit ihm gelernt Torah und gelegt Tfilin und Talit. Nach vielen Jahren, die beiden sind abgehauen von Polen und gegangen nach Holland, nach Niederland. Und dort haben sie gelebt, bis ihr Ende auf ihr Leben. Als diesen Prinz kam in den Himmel, er will reingehen in Gan Eden. Jetzt passt er zum Gan Eden oder nicht? Warum nicht? Er hat sich zum Judentum gekommen. Hat man in den Himmel gesagt, ja, du gehst zum Gan Eden, aber es gibt ein Problem. Bis 3 Jahre hast du gegessen Milch von einer nicht-jüdischen Mutter. Dann musst du noch einmal in die Welt kommen und trinken Milch von einer jüdischen Mutter und dann kannst du sterben und kommen zurück in Gan Eden. Ja? Und so hat er gemacht, er ist gekommen in diese Welt und hat seine Aufgabe erledigt. Hat er dann nur getrunken und ist dann gestorben? Ah, er war das 3-jährige Kind. Genau, er ist noch einmal gekommen in diese Welt. Und als ich war in deinem Alter und ich habe meinen Rebbe gefragt, warum Menschen sterben jung, er hat gesagt, nicht alle Passagiere vom U-Bahn steigen raus in dieselbe Station und in die letzte Station. Also das Leben ist wie eine U-Bahn-Station. Manche steigen aus früh, manche steigen aus später. Jeder hat seinen Grund und Zweck, warum stirbt er und warum lebt er. Wir wissen nicht alles, wir sind nicht Gott. Also wenn einer stirbt, gibt das bestimmt einen Grund. Das traurig ist, dass wir das nicht wissen. Aber es gibt irgendeinen bestimmten Grund. Wir wissen nicht den Grund. Steht uns nicht zu, den Grund zu suchen. Wir müssen die Familie trösten und helfen, bitte. Aber niemand steigt in der Mitte des Lebens ein. Sie haben was Wahres gesagt, aber ich will für... Nein, er hat einen klugen Satz gesagt, aber ich will dir doch was antworten dazu. Es gibt viele Menschen, die fahren in Zug, aber sie schlafen. Dann können sie aufwecken und beginnen die Reise auf ihr Leben. Es gibt genug Menschen, die leben in dieser Welt passiv. Die schlafen. Die glauben, dass diese Leben sind ohne Sinn und ohne Bedeutung. Und tot. Oder passiv am Leben ist dieselbe. Also wenn ein Mensch sitzt im Zug vom Leben und macht gar nichts und er ist nur faul und er schenkt nicht von seiner Gabe, dann geht nicht. Aber darum muss man das Leben so... Dieser Satz verstärkt die Idee, dass das Leben ist das kostbare Geschenk, das wir haben. Und niemand darf in die Mitten von seinem Leben alleine raussteigen. Verstanden? Okay. Es war in die ganze Geschichte nur 4 schöne Frauen. So erzählt uns die Tora. Wie heißen die 4 schönsten Frauen in der jüdischen Geschichte? Sarah? Nein. Rahab? Abigail? Und Esther. Also 4 Frauen waren in der jüdischen Geschichte. Sie werden genannt die schönsten Frauen. Und warum ist es wichtig zu wissen, dass eine Frau ist schön? Warum erzählt uns die Tora, dass Sarah, dass Esther, dass Rahab und Abigail waren schöne Frauen? Warum ist es eine Info, die wichtig ist? Warum glaubt ihr, es ist wichtig, das zu schreiben? Was? Stimmt, dass wir uns auch schön sein. Sie haben gesagt, guter Satz. Was noch? Wenn eine Frau ist schön, muss sie das alle zeigen oder muss sie das bescheiden? Bescheiden. Stimmt? Ich gebe dir ein Beispiel.
Du nimmst, es gibt eine Schüssel und in die Schüssel gibt es Bonbon. Bonbon. Manche Bonbon sind geöffnet und manche Bonbon sind zu. Welche Bonbon nimmst du? Die offene oder die geschlossene? Geschlossene. Geschlossene, warum? Weil es sicherer ist. Oh, weil es sicherer ist. Genauso ist eine Mädel, wenn sie ist geschlossen, ist ein schöner Bonbon. Sie ist edel. Und genauso will uns die Tora sagen, dass alle Frauen, insbesondere Sarah, Sarah war eine bescheidene Frau. Sie war bewusst mit ihrer Schönheit, aber sie hat nicht die Schönheit gezeigt überall. Warum? Weil man braucht zwei Charakter, innerlich und äußerlich. Und was braucht man bei diesem Charakter? Beides. Und erzählt uns die Tora, dass Sarah war eine sehr starke Frau. Mit welchem Alter sie ist gestorben? 127. Und von was sie ist gestorben? Vom Schreck. Vom Schreck. Und wie kann das sein, dass Sarah ist von Schreck gestorben? Was haben wir erklärt? Weil sie ihre Aufgabe schon erledigt hat. Sehr schön, weil sie hat ihre Aufgabe schon erledigt hat. Und dem Schicksal oder die, was war noch ein schöner Satz, hast du gesagt? Schicksal und Unglück, das Gott hat schon entschieden, am Rosh Hashanah, dass sie stirbt, wurde auch in diesem Moment die Timing geschlossen. Jetzt lasse ich euch noch 3 Minuten Fragen zu stellen und dann unsere Schule ist zu Ende. Was ihr habt auf dem Herzen, kein Problem. Dann stelle ich die Fragen. Auf was hat Gott keinen Einfluss? Auf eine Erkältung und sonst. Sehr gut. Und noch etwas? Wenn man etwas riskiert. Also wenn ein Mensch sich in Gefahr, wenn ein Kind nimmt das Auto von seinem Papa und macht eine Runde ohne Führerschein, soll er nicht denken, es ist eine Mitzwe. Es ist eine Sünde. Das macht man nicht. Das ist eine gefährliche Sache, das kann kosten mit seinem Leben. Und es gibt sogar die, ja? Und wenn er gerade dabei ist, den Führerschein zu machen und der Vater erlaubt sie? In Amerika gibt das Permanent License. Also ich habe meinen Führerschein gemacht in Houston, in Texas. Und wenn du willst machen Führerschein, du gehst zum Beamten und du kriegst so einen Führerschein, dass du darfst immer mit einem Beifahrer sitzen. Und danach kommst du, machst du einen Test, kriegst du einen dauerhaften Führerschein. Also das geht. Aber alleine, ohne Genehmigung, das ist Riskierung. Und wenn was passiert, nicht nur die Polizei ist sauer, sondern Gott ist noch doppelt sauer. Weil Polizei hat nichts, die Polizei hat kein Problem, wenn du stirbst. Sie ist nicht sauer. Und deine Familie und Gott sind extrem unzufrieden, dass ein Mensch hat sich in Gefahr gelegt. Ja, bitte? Aber wie kann Gott Gefühle an andere Menschen verteilen? Was meinen Sie? Weil Gott ist traurig, warum ein Mensch gestorben ist. Ja. Und wie weiß er, dass dieser Mensch gestorben ist? Wer Gott, weil er ist. Genauso wie ein Vater. Gott ist unser Vater. Ein Vater hat Gefühle für seine Kinder, genauso genau Gott hat auch Gefühle für uns. Wenn wir machen was Gutes, ist er sehr glücklich und wenn wir machen etwas nicht Gutes, ist er sehr traurig. Also Gott schreibt in die Tora, dass er sehr schmerzhaft, wenn Leute sich nicht gut benehmen. Und Gott ist sehr glücklich und zufrieden, wenn wir gute Sachen machen. Ich gebe ein Beispiel. Was passiert? Wenn jemand macht irgendeine Wohltätigkeit, eine gute Sache und niemand sieht. Niemand. Keine. Gott sieht. Oh, und Gott ist sehr zufrieden. Du sitzt in einer Reise mit der Klasse und du siehst, irgendein Freund hat kein Sandwich. Du machst keine Palabre, du gehst, du gibst ihm ein Sandwich, du gibst ihm die Hälfte. Ja? Wer ist glücklich damit? Leo. Gott. Und was passiert? Und was passiert, wenn einer geht zu seinem Freund und nimmt irgendeine Nasch, klaut irgendeine Schokolade aus seiner Tasche.
Wer ist sauer? Alle. Nein, niemand sieht. Gott. Gott sieht das. Komm gesund nach Hause. Kippur zurück, bitte.